Hallo und herzlich willkommen zurück beim Skylords Reborn Anfängerguide. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Aufwertung. Und hier oben sieht man ja schon mal direkt den ersten Reiter. Das ist aber nicht alles, was man dazu wissen muss, natürlich, deswegen dieses Video. Und zwar generell hier hat man die Aufwertung von Karten, die man sich erspielt hat. Also wenn man eine Mission erfolgreich abschließt, dann kriegt man Aufwertungskarten sozusagen als Belohnung. Die Karte habe ich jetzt nicht, deswegen kann ich es beim Abwerturm, den habe ich, ne? Dann kann man die hier theoretisch direkt aufwerten, hier anhaken. Und das ist noch ganz wichtig, nur wenn man die Aufwertungskarte hat. Es gibt noch Aufwertungskosten, also quasi die Kosten, diese Karten zu kombinieren. Und die bestreitet man mit dem Gold. Wir können hier noch eine Ladungsaufwertung theoretisch mit dran hauen. Da sieht man direkt hier, normalerweise kann man den Turm quasi viermal beschwören. Ohne dass man eine Nachladezeit abwarten muss. Mit der Ladungsaufwertung achtmal, weil man quasi zwei Abwehrtürme verschmelzt. Also wenn wir jetzt hier hingehen würden, wo haben wir denn den Abwehrturm? Da sieht man auch, dass ich den dreimal habe. Ne, passt ja. Hier einmal quasi, beziehungsweise ne, hier eigentlich die Basiskarte, das ist ja nur die Vorschau. Eins, zwei, dreimal. Die können wir jetzt nicht anhaken, weil um die Ladungsaufwertung auswählen zu können, braucht man immer erst die normale Aufwertung. Genau, jetzt für 50 Gold, wenn wir hier kombinieren würden, hätten wir einen Abwehrturm, der einmal aufgewertet ist mit einmal Ladungsaufwertung. Das heißt, auch die Deckstufe, die einem angezeigt wird, würde sich um zwei erhöhen, weil wir zwei Aufwertungen haben. So, das möchte ich jetzt aber nicht machen. Das war nur mal, um das so ein bisschen zu zeigen. Genau, dann kann man sich die Aufwertung auch noch für Gold kaufen. Also hier oben sehen wir 130, da habe ich aktuell ziemlich wenig. Aber das hier ist jetzt, sind jetzt keine Unmengen. Also die kann man wirklich schnell erreichen, wenn man weiß wie. Darauf werde ich gleich auch nochmal eingehen. Das ist natürlich so die eine Vorgabe, das Gold, was man braucht. Und das andere ist der Rang. Hier ist jetzt Rang 1, das heißt, man muss Bronze 1 sein. Das ist ja jeder von Anfang an. Aber es gibt auch Karten, die da etwas andere Ränge voraussetzen. Können wir uns gleich auch nochmal angucken. Und auch von goldmäßig ein bisschen anders aufgestellt sind. Genau, nur wichtig ist noch, dass man, wenn man die sich kauft für das Gold oder damit kalkuliert, dass man das vielleicht im nächsten Game oder in den nächsten paar Games kriegen kann, dass man noch im Kopf hat, dass man hier die Aufwertungskosten für die normalen Aufwertungen noch mit einkalkulieren muss. Jetzt schauen wir uns mal eine an, die ein bisschen mehr Gold kostet. Genau, das war Bluthorn. Genau, also hier geht es bis 7500 Gold. Es gibt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, kostet ein Ernter zum Beispiel noch mehr. Also so Karten, die halt auch sau viel kosten. Aber Bluthorn ist schon eine echt krasse Karte und kostet deswegen auch schon ordentlich, sage ich mal. Und hier kann ich es euch mitgeben. Das ist, glaube ich, auch einheitlich. Bei 7500 Gold, da kostet allein das Kombinieren nur von der dritten Aufwertung. Ne? Also vorausgesetzt, die ersten beiden haben wir schon. Und nur die dritte Aufwertung nochmal ja, anzuwenden, sage ich mal. Also auf die Karte. Also die Aufwertungskarte quasi mit der Basiskarte zu kombinieren, kostet da nochmal 3000. Das ist nur für die dritte Aufwertung, muss man eigentlich 10.500 rechnen. Man kann Karten theoretisch auch wieder ja, entwerten. Das würde ich aber niemandem empfehlen. Also warum auch? Dann werden die ja schlechter. Genau, das ist jetzt so generell erstmal dieses Aufwertungsverfahren. Entweder kriegt man die Karten oder man kauft sie sich für Gold oder man kombiniert das auch so miteinander. Das kann man auch machen. Ich weiß zum Beispiel noch beim Schamanen, genau, den ich hier habe, da hatte ich die dritte Aufwertung durch ein Game freigeschaltet und die ersten beiden habe ich mir dann für Gold noch gekauft. Genau. Und jetzt nochmal eben dazu, wie man möglichst schnell Gold bekommt. Also wenn man wirklich, ich sag mal, auf Aufwertung grinden möchte, dann sollte man diese Schlachtfeldmissionen spielen. Das sind zufällig generierte Missionen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen von 1 bis 10, bei denen man, ja, ich sag mal, das einzige Ziel ist, die ganze Karte von Einheiten leer zu räumen. Also muss quasi Gegnercamp nach Gegnercamp, ja, ich sag mal, töten und sammelt dann Monumente zwischendrin ein und Energiebrunnen und baut sich so seine Armee auf, mit der man halt immer mehr Lager wegräumt und muss das in einem gewissen Zeitlimit schaffen. Das erhöht sich auch mit der Schwierigkeit. Und gerade am Anfang bietet es sich wahrscheinlich an, zu probieren, das auf Schwierigkeitsstufe 6 hinzukriegen. Das ist auch schon relativ schnell, relativ gut machbar. Wenn man beim Random Generieren natürlich immer Glück hat. Also manchmal gibt es Sachen, die werden generiert, da hat man halt einfach Pech. Aber eigentlich schafft man das ganz gut. Also aktuell spiele ich meistens auf 8. Ist also mit steigender Schwierigkeitsstufe kriegt man auch mehr Gold, wenn man das schafft.
Und ja, 8 ist eigentlich so das, was ich eigentlich. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe es auch noch nie verloren. Also ich hatte halt am Anfang immer 6 gespielt und irgendwann dann mal 7, dann 8. Und ja, dementsprechend kann man sich da dann auch so, ich sag mal, mit seinem Kartenlevel steigern, was eigentlich ganz gut ist. Man kriegt dadurch quasi das Gold für die Aufwertung. Für die Aufwertung sind die Karten wieder stärker, dann kann man eine höhere Schwierigkeit nehmen. Und dann kriegt man halt immer mehr Gold sozusagen. Um das mal eben anschaulich zu machen, also bei so einer normalen Mission, es kommt natürlich auch immer drauf an, aber meistens kriegt man so Gold, ich sag mal, im zwei- bis dreistelligen Bereich. Und hier ist es ab einer gewissen Stufe, ich würde mal sagen. Ja, also Stufe 6 ist eh generell zu empfehlen, weil es auch Quests gibt, wo man das auf Stufe 6 oder höher abschließen muss. Und bei Stufe 6 kriegt man im Schnitt, glaube ich, so 2200 Gold. Und bei Stufe 8 sind es dann schon 3300 bis 3400 ungefähr. Also es skaliert dann auch später relativ gut. Bei den vorherigen Stufen, die habe ich, glaube ich, noch nie. Beziehungsweise 1 und 2 habe ich schon mal so aus Spaß gespielt, aber da kann man echt mit T1 bis zum Ende durchrushen. Das würde ich jetzt zum Goldfarm nicht empfehlen. Und sonst, ja, bei Stufe 5 oder 4 habe ich nie gespielt, weiß ich jetzt nicht, was die bringen. Aber es wird auf jeden Fall pro Stufe mehr Gold geben. Das heißt, daran kann man sich so lang hangeln. Und ja, kriegt dann, wie gesagt, immer mehr Gold, womit man die Karten aufwerten kann. Und dann kann man wieder eine höhere Schwierigkeit nehmen. Weil die Karten dann ja auch besser sind. Das ist quasi so der Fluss, den man gehen sollte, wenn man möglichst schnell Aufwertung kriegen möchte. Weil bei den Missionen ist natürlich immer so die Aufwertung, die man dann am Ende kriegt. Na, hier Amazone habe ich bekommen, ne, die habe ich ja auch gar nicht. Habe ich mir dann natürlich nicht gekauft. Kann man, glaube ich, auch gar nicht kaufen, wenn man die Karte nicht hat. Weil man geht ja hier über die Karte mit Aufwerten. Genau, und bei den Missionen ist halt so, dass das immer zufällig ist, welche Aufwertungskarte man kriegt. Und über Gold kann man sich halt gezielt die freischalten, die man haben möchte. Deswegen ist das eigentlich mit den zufällig generierten Karten hier in den Schwierigkeiten eine ganz gute Sache. Gibt es auch mit unterschiedlich vielen Spielern. Also ich bin jetzt auf die Einspieler-Variante gegangen. Gibt es auch mit 2 und 4 Spieler. Kann man auch gerne machen. Also ich habe auch schon 2 Spieler mit Freunden zusammengespielt. Bietet sich sehr an. Genau, und man kann auch sagen, die Aufwertung generell erkennt man, wenn man jetzt oben links bei der Karte guckt. Oder ich zeige das hier nochmal. Gut, die sind jetzt hier halt immer so ein bisschen ausgeblendet. Aber man sieht es, glaube ich, ne? Hier mit den drei Strichen. Bei zweimal aufgewertet, sieht man hier oben sind es halt zwei Striche. Und bei einmal, ich überlege gerade, habe ich irgendwas hier einmal auf. Warte, ich weiß keine Karte, die ich einmal aufgewertet habe. Hier ist es halt so ein Strich. Und im Game sieht man es halt auch daran, an den Strichen über der Lebensanzeige. Also hier sieht man direkt drei Striche, dreimal aufgewertet. Beim Seelenjäger wären es zwei. Bei einmal aufgewertet ist es halt ein Strich. Und die Triade habe ich noch gar nicht aufgewertet. Weil ich mir bei der noch nicht sicher bin, ob die im Deck bleibt. Hier sieht man, kein Strich drüber ist gar nicht aufgewertet. Ja, ich hoffe, jetzt wurden die Aufwertungssachen nochmal ein bisschen klarer durch dieses Video. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und dann würde ich sagen, schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann.